ans Leben. Sieht nicht gerade gut aus. So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Pupüchen und herzlich willkommen zurück zu Days Gone. Ich würde gerne wissen, was meine Aufgaben sind. Aber ich habe keine Fertigkeitspunkte. Okay, Inventar, Karte. Was ist das? Missionsanforderungen, Job erfordert ein Bike. Aber ich will hier hin, ne? Jagd auf Leon. Sie war eine von uns. Mach ich. Ich will jetzt mal die... Ups. Ich muss erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Und ich habe jetzt mal... Das Bild sieht ein bisschen anders aus. Ich habe mal die... empfohlene Einstellung von Nvidia für mein System genommen. Und deswegen kann es sein, dass es jetzt ein bisschen anders aussieht. Wir werden jetzt mal die Dame vom Intro rächen. Und dem Leon eine reinhauen. Ja, die lassen wir mal in Ruhe. Ich glaube, wenn wir hier die ganze Zeit durchschleichen, dann wird das nichts. Von daher ist es, glaube ich... Müssen wir erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Warum ist der Typ hier tot? Gibt's hier irgendwas? Ich traue dem Ganzen hier nicht. Hier ist eine Brücke, da ist irgendwas. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Na gut. Dann wird der wohl ein bisschen länger hier liegen. Sieht aber noch relativ knusprig aus, also... Irgendwie... Sieht es jetzt für mich nicht so aus, als wäre der jetzt schon längere Zeit gestorben. Munition nehme ich immer mit. Ich gucke mal, was hier alles noch so rumliegt. Ja. Was okay ist, ist okay, Dicken. Weißt du was? Das lassen wir jetzt einfach mal hier stehen. Und gucken, ob wir hier noch irgendwas finden können. Sieht aus wie ein kleines Lager. Es hat jemand hinterm Schild sich was gegönnt. Lappen sind wir durch. Warte mal. Was wir herstellen, haben wir hergestellt. Warum eigentlich nicht? Knüppel können wir reparieren. Molly können wir herstellen. Handfeuerwaffe, da ist noch der Schalldämpfer dran. Da können wir keine herstellen. Steinhammer unendlich. Okay, super. Ich würde gerne mal wissen, was hier... Ob hier irgendwas zu sehen ist. Aber das sieht eigentlich noch... Da ist was, okay. Die Frage ist jetzt, da liegt ein Toter, den wir noch nicht gelootet haben. Ich will zwar jetzt nichts sagen, Mädchen, aber... Okay. Haben die mir da echt eine Falle gestellt?
Meine Nägel, meine Basie mit Colt ist natürlich ein bisschen stärker. Der Basie ist natürlich extrem schwach, klar. Wollen wir mal gucken, was wir hier so finden. Oh, ich habe vergessen, den Timer zu starten. Mir wurde nämlich dann doch gesagt, ich soll die Parts nicht ganz so lang machen. Leute, kommunizieren mit mir auf Discord. So. Okay, ja, das hätte ganz übel ausgehen können. Einfach aus dem Aspekt, ich hätte die Falle so nicht gesehen. Aber jetzt habe ich sie ja gesehen. Ja, okay, da liegt Basie und die Keule. Ich will nicht zu weit weg von meinem Bike. Weil ich glaube, ich habe das Gefühl, dass das auch mal verschwinden kann. So, die Frage ist, wenn ich hier auch noch Sachen sammeln muss, ne? Dann wäre die Frage. Das ist gut. Beeren. Wäre natürlich ganz gut, wenn wir hier alles mitnehmen könnten, was wir haben. Rasthaus. Na, Ladies. Ich würde sagen, hier hat der Dienst mal ein bisschen verkackt. Oh nein, es regnet schon wieder. Es regnet aber ziemlich häufig. Wie sieht's? Ja, bei den Herren sieht es natürlich schlimmer aus. Das ist ja völlig logisch. So, ja, kann ich noch ein paar. Kaum noch Munition. Ja, ich habe keine Ahnung, wo dieser eine Wolf herkam, aber. Alles verwenden. Da hast du recht. Ist mein Bike umgeschmissen, du Arsch. Oh Mann. Na. Oh. Warte mal, wie kann ich mich denn heilen? So. Ha. Hundi, da hat es mich aber erschreckt, Bubi. Ist ja ganz goldig, aber hat er einfach mein Bike umgeworfen. Dieser Ganove. Nee, das ist ein anderes Bike. Mein Bike ist da hinten. Nee, das ist mein Bike. Hä? Habe ich mich denn jetzt? Mehr Munition. Ja, da habe ich meinen verschossenen Bolzen wiedergefunden. Schrott ist immer gut, da wir unsere Keule diesbezüglich damit reparieren können. Hallo, ich habe X gedrückt. Ja, manchmal ist irgendwie so die Findung nicht ganz so optimal. Ja, das ist auf Max. Okay. Da ist noch was. Ich nehme an, das wird eine Frucht sein. Also hier kann man so viel Materialien und alles sammeln. Da muss ich echt aufpassen. Nicht, dass ich, dass eher so der Jäger und Sammler in mir da so aktiv wird. Und ich dann die ganzen Missionen vergesse. Aber wir brauchen halt auch Schrott, ne? Okay, Schalldämpfer habe ich. Fahr ich einfach mal weiter. Komm, drauf geschissen. Aber das Bike hat keinen Schaden genommen. Das ist wichtig. On the road again. I drive like my motorcycle on the road again. Das gucke ich mir mal an. Also, bisschen Zeit muss ja schon sein.
Hier bin ich komplett dran vorbeigefahren. Wie gesagt. Allein der Schrott macht es halt schon wert. Oder war ich hier mit dem Deacon? Da unten sieht es auch so aus, als könnte man da hin. Aber hier kann man so viel entdecken. Das Spiel kann mich richtig fesseln. Also wenn PlayStation was kann, dann können sie richtig gute Games machen, wo man einfach sich in der riesigen Welt verlieren kann. Da brennt. Was ist das? War ich da schon? Sieht für mich jetzt nicht so aus, als wenn ich hier noch was zu holen gebe. Muss aber nichts heißen. Und da liegt ein Toter. Das könnte natürlich... Ja, da sehe ich doch schon eine. Ich habe aber noch einen Schalldämpfer. Endlich. Na, also. So, hat ein bisschen gedauert. Mehr Beute. Hallo, ich würde gerne... Ach so, ja, das stimmt, das sammelt er ja automatisch ein. So, die Frage ist jetzt... Was ist mit dem los? Dem haben sie das Gesicht abgefressen. Die Frage ist jetzt, wie viel lauern hier jetzt rum? Na komm, ist egal. Also ich persönlich würde ja am liebsten echt alles jetzt hier erkunden, aber dann komme ich halt mit der Story nicht weiter. Dann habe ich halt irgendwann dieses Problem, was ich mit Horizon Zero Dawn hatte. Da war das ja dementsprechend einigermaßen, wie heißt es, akzeptabel, weil ich das Spiel ja persönlich vorher schon mal durchgespielt habe. Aber hier spiele ich das ja jetzt blind. Das bedeutet, ihr erlebt mich in meiner natürlichen Umgebung, ohne Wissen, ohne irgendwas. Warte mal, hier ist noch ein Pilz. Den nehme ich doch mit. Ich meine, Camp-Punkte sammeln ist immer ganz gut. Die Frage ist halt nur, gibt es verschiedene Camps? So, mal ein bisschen langsam. War ich hier nicht schon? Ich könnte hier echt an jeder Ecke stehen bleiben. Hat sich gelohnt. Da ist niemand drin. Hier liegt eine Schrotflinte. Nee, brauche ich nicht. Achso, ja, das war schon. Männer. Aber was ist denn da jetzt? Ist das eine normale Grille? Okay, Enten, Fasan, etc., etc. Aber hier liegt bei den Damen nichts. Die wurden natürlich geplündert, ne? Das war klar. So, kann ich hier sonst noch irgendwas greifen? Oh, ich dachte schon. Ich habe gedacht, als der Instinkt aufgehört hat, habe ich schon fast gedacht, das wäre... Ist jemand abgenagt worden? Das ist okay.
Hier liegt noch Stuff. Habe ich gedacht, das wäre irgendwie so ein Gegner oder so, der irgendwie irgendwelche Geräusche macht. Aber das war nur der... Warum muss ich jetzt hier runter? Da ist es rot auf der Minikarte. Die Frage ist, warum? Gibt's aber noch... Soll aber noch Holz geben. Oder was war das jetzt? Hinter mir. Ich brauche Holz für Bolzen. Wenn ich auf dem Bike sitze, habe ich natürlich eine höhere Range. Nehme ich mal was mit. Ich habe nämlich nicht mehr so viele Bolzen. Das ist ganz gut. Kann ich noch was herstellen? Ja. Okay. Ich habe genug Stuff. Das ist schon mal gut. Ja, ich kann jetzt nicht alles einsammeln. Komm. Knochenräuber. Ihr seid ganz harte Jungs, was? Wie vielen Leuten habt ihr diese Woche schon aufgelauert, hä? Ja, da komme ich nicht hin. Ich muss das Camp säubern. Alles Mörder und Diebe. Ich darf keinen von ihnen entkommen lassen. Alles klar, Deacon. Deine Worte in mein Ohr. Dann würde ich sagen, ab nach drüben. Das Auto lasse ich hier stehen. Ja, komm, lass ich stehen. Drauf geschissen. Alles Mörder und Diebe. You have been warned. You're dead. Fickt euch. Kack euch in euer Nest, ihr Kackvögel. Wenigstens sagt der Deacon, was los ist, ne? Also ist jetzt nicht so wie bei Skyrim, dass du da einfach hingehst und einfach angegriffen wirst, ohne Reason. Sondern du kriegst da schon Bescheid gegeben. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Hier bist du. Natürlich, na komm her. Na komm, du tauchst doch da gleich wieder auf. Fuck. Schnapp dir das Schwein, der hat's hier erwischt. Fuck. Oh, das dauert so extrem lange mit dem Nachladen. Was sagt ihr dazu, hä? Jemand schießt zurück. Gefällt euch das? Okay, da muss ich ganz ehrlich sagen, es gefällt mir wirklich. Das waren alle. Wer war das? Hier bist du. Ja, dann komm runter. Zeig dich.
dich erwischt? Nee, ne? Das wärst du umgefallen. Auf, Idiot! Ihr schafft das! Finde ich gut, dass es angezeigt wird. Hier muss noch... Oh, eine Scharfschütze, ne? Nehme ich die oder nehme ich die nicht? Waffendurchschlagskraft. Eine Waffe, dass sie in einer Patrone mehrere Gegner durchschlagen können. Ja. Wie viel Muni habe ich denn? Aber ich glaube, da ich die... Ja, die lasse ich. Ich behalte die so, wie sie ist. Warte mal, kann ich da vielleicht hier lang? Ich will da eventuell nicht unbedingt reinrennen wie so ein Bekloppter. Aber auf der anderen Seite hier oben, die dürften tot sein. So, Zedernsetzling nehme ich mit. Schrott nehme ich mit. Da sind noch welche. Auch nicht schlecht, ne? Auf der anderen Seite sieht das ganz gut aus. Hier ist noch Stuff. Du wirst sterben! Gleich jetzt! Deckung! In Deckung! In Deckung! Ist ganz gut, dass da Kerosin liegt. In den Sack. Bewegung, wir ziehen uns zurück. Rückzug. Ja, jetzt abhauen. Ist klar. Wartet auf mich. Ihr Lümmel. Jetzt abhauen, feigen Ratten. Das mit dem Licht. Eine Taschenlampe? Gut zurück, gib mir Deckung, gib mir Deckung! Ja! Auf ihn, auf ihn! Oh, schnapp dir das Schwein, hat sie erwischt! Ich hab hier gar niemanden erwischt. Ihr habt mal auf mich geschossen, ihr Mörder, Halunken und Diebe. Komm, kleiner Mädchen, komm, kleines Mädchen, komm schnell raus. Gulasch mach ich aus dir draus. Okay, einer noch. Ach, DK. Oder Deacon, kriegen wir hin. Komm schon, einer ist noch da. Der ist hier irgendwo. Das war der letzte. Ihr werdet hier keine weiteren Hinterhalte mehr legen. Ein Bunker. Ja, ich wette, die haben einen Bunker. Ich habe keinen Bergamotte mehr. Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Es ist wieder der wilde Westen. Und manche tun so, als seien Gesetz und Ordnung Dinge der Vergangenheit. Aber soweit ich weiß,
sind das immer noch die Vereinigten Staaten von Amerika. Und so, mache ich mal voll. Darf das Eigentumsrecht nicht verletzt werden. Naja. Wir haben das Recht, Land zu beanspruchen, es zu halten und zu verteidigen. Ja, wir nahmen den Indianern dieses Land. Das lässt sich nicht leugnen. Aber wir nahmen es uns mit Gewalt. Und Gewalt ist das Einzige, das uns jetzt weiterbringt. Wir weichen nicht vor ein paar Schlägern zurück. Wenn Nero oder die Ripper oder Plünderer denken, sie könnten meine Wildnis auf den Kopf stellen, dann haben sie sich getäuscht. Och nee. Die Stärksten überleben. Die Stärksten nehmen. Und die Stärksten werden triumphieren. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Großer Gott, Cobb, Gesetz und Ordnung sind längst Vergangenheit. Wovon redest du da? Aber, ja, du hast recht, dass Gewalt das Einzige ist, was zählt. Gewalt? Jede Menge Munition. Ich hab zwar keine Ahnung, wovon der Typ hier quatscht, aber hier muss irgendwo ein Bunker rumeiern. Stabilisierungsinventar voll, etc., etc. von mir aus. Nehme ich erstmal mit. Mörder und Halunken auch geklatscht. Das ist super. Ich habe keine Ahnung, untersuche den Bunker. Ja, wo ist denn der Bunker? Vielleicht? Nein. Bunker. Also sag mal, entweder bin ich blöd, was ich jetzt nicht ausschließen mag. Also die Frage könnt ihr euch bitte selbst beantworten. Ich habe meine Antwort schon bekommen. Oder der Eingang ist gut versteckt. Ich meine, bei einem Bunker würde das Sinn machen. Ein bisschen was zu verstecken, aber trotzdem. Das sind nur Planen. Ich weiß halt auch nie, wie die Bunker wirklich aussehen, ne? Wird ja auch nichts angezeigt. Ich habe den Bunker untersucht. Warte mal. Beim letzten Mal war der Bunker doch auch hier in der Nähe. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es hier vielleicht auch ist. Habe ich schon abgegrast. Hier. Oh, da. Hallo, ich hab... Halswegmesser. So, wollen wir mal gucken, was alles hier zu finden ist. Die Bunker sind auch nur noch vage was wert. Hallo, eine Karte. Sie haben ziemlich viel markiert. Okay, verstehe. In den Bunkern gibt es also Hinterhalt Camp Jäger. Entlang aller wichtigen Reiserouten wurden Plünderer-Hinterhaltscamps errichtet. Ich muss sie ausradieren, sonst werde ich immer wieder auf Scharfschützen, Wäscheleien fallen oder Schlimmeres stoßen. Ich verstehe. Ausdauercocktail. Hat sich gelohnt? Kann ich eine Runde pennen? Hier habe ich einen Waffenschrank. Null verfügbar. Kann ich keine laden oder so? Für diese Waffe kann keine Munition gekauft werden.
Ja, gut, die habe ich ja. Ich verstehe das mit der Spezialmunition immer noch nicht mit dem Waffenschrank, warum ich da keine Waffen einfach lagern kann und die dann später verkaufen kann oder so. Weil so muss ich so viele Waffen einfach hier liegen lassen. Jetzt will ich aber erstmal zu meinem Bike zurück. Wohl nachts sind die Dingsbums unterwegs, ne? Ich könnte natürlich meine Armbrust da reinlegen und mir ein Scharfschützengewehr holen, aber auf der anderen Seite brauche ich das denn überhaupt? Da sage ich. Nö. Okay, ich könnte natürlich jetzt... Ein Setzling zu finden ist echt schwierig. Aber zum Glück habe ich hier ein paar Instinkte freigeschaltet. Da hinten ist noch so ein Freak. 75%. Lohnt sich das eigentlich? Lohnt sich immer. Stimmt, ich wollte ja zurück und wollte Dingsbums mitnehmen. Hier so ein Kanister. Habe ich ganz vergessen. Hier lag ja noch ein Kanister rum, den wollte ich ja nicht liegen lassen. Der müsste meines Erachtens nach hier liegen. Da liegt er. Den nehme ich mit. Warum mache ich mir die Mühe? Ich glaube nicht, dass wir Probleme... Ich glaube nicht, dass wir hätten Probleme kriegen können. Oder dass wir Probleme kriegen würden, wenn wir den jetzt nicht mitnehmen. Aber wenn wir jetzt hier im Survival sind, würden wir so einen Benzinkanister natürlich auch mitnehmen. Ja. Weil man nie genau wirklich weiß, wann kommt denn jetzt wirklich der nächste Kanister, wo wir unser Bike voll machen, ne? Und da können manchmal 25%, können manchmal 25% sein. Ich finde es so schade, dass wir unseren Kanister nicht irgendwie hinten dran schrauben können. Muss man sagen, wir machen da jetzt einen Gepäckträger dran, wo jetzt so ein Kanister mit drin ist. Ups. Das war falsch. Wir müssen mit B drücken, ne? Oh, dann mal los. Das sollte reichen. Okay. Legen wir mal hier hin. Mein Feuer frei. So, solche Camps sind natürlich immer gerne gesehen. So, Zedernsetzling nehme ich natürlich mit, das ist ja klar. Einfach aus dem Aspekt ja, dass es meine Munition ist. Und sie doch nicht so häufig gibt. Also in Horizon Zero Dawn hat sie echt mehr Glück. Jetzt bleib doch mal locker, Bubi. So, laden wir mal nach. Hier auch.
Wir haben noch genug. Von daher, wie viel haben wir dann noch? Wie viele Bolzen? 3. Plus 1 im Lauf. Okay. Ich habe jetzt keine Lust, mich mit jedem der hergelaufenen Knödel zu boxen. Ich will so mal ein bisschen vorankommen hier. Lauter Nester. Ich muss sie ausräuchern und die Schwärmer hier ein bisschen eindämmen. Das kriegen wir schon hin. Ich schätze, ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier. Jetzt warte doch mal, Bro. Lass mich doch erstmal ein bisschen Munition sammeln. Ja, stimmt ja. Ich muss die letzten Nester verbrennen. Hier gibt's also Nester. Okay. Das habe ich schon mitbekommen. Hat er mich jetzt gesehen oder nicht? Na? No, na guckidiku. Wer ist denn da? Ist da jemand? Hallo? Fang mich doch. Na, na, na. Noch. Alles aufgegeben. Guck mal, hier bin ich. Ne, 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 wir sind kleine Monster. Na, wer ist da? Ene, mene, Meckstein, alles muss versteckt sein. Wenn ich gefunden habe, ja, dann hau ich die aufs Maul. Na, Mutti? Oh, blöd gelaufen, ne? Hast du mich gesehen? Kommt in den Arsch. Ah, kriegen wir hin, Dicken. Guck mal, die Omi hat uns gesehen. Und kriegt jetzt noch ein... Kriegt noch was in die Brust gerammt und dann ist gut. Na, Mutti? Jawohl. So, hab ich sie auf den Arsch gehauen. Und dann feuerfrei. Boah, es gibt so viele Spiele, die ich eigentlich let's playen müsste. Also hier gibt's Nester. Oh, Ding, das war so gemein. Kann ja ein richtiger Arsch sein. Da ist noch einer. Nehme ich mal mit. Wenn ich jetzt wenigstens ordentliche Kopfschüsse machen würde, dann hätte ich kein Problem, aber... Ich höre die auch überall. Da habe ich Glück gehabt, dass der mich nicht erwischt hat. So, ich muss auf jeden Fall... die Nester ausräuchern. Die Frage ist, wo sind die? Und wo bin ich? Da hinten den Lümmel haben wir noch umgeknüppelt.
So, haben wir noch einen Bolzen? Ja, Mollys. Hallo, Molly. Wo ist das? Scheiß Nest. Es ist hier irgendwo. Ups. So, das müsste eins sein. Guck mal, brennt doch super. Yo. Keine Ahnung, wie du mich jetzt nicht treffen konntest. Mist, ich habe keine Ausdauer mehr. Lauf! Lauf! Scheiße! Aber es war eins von den Nestern, ne? Gut. Waren da nicht mehrere Nester oder bin ich jetzt blöd? Na gut, ich hätte hier vielleicht ein bisschen Ärger machen können. Indem ich hier einfach eine schöne Dingsbums reinsetze. Ah, okay, also der Aufnahmeradius ist schon ein bisschen Machete. Da nehme ich doch gleich die Machete. Und die stärker ist als das Kantenholz. Da frage ich dann auch nicht lange nach. Ich habe zwar jetzt keine Ahnung, ob wir jetzt alles geregelt haben oder nicht, aber ich würde sagen, wir sind soweit gut durchgekommen. So, dann stelle ich das mal hier an die Seite. So, dann nimmt das keiner weg. Und hoffentlich vergessen wir das auch nicht. Wird aber wahrscheinlich so passieren. Ich würde sagen, ich mache jetzt erstmal nicht weiter. Weil ich habe mir diesmal einen Timer gestellt und habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Dann werden die Parts nicht ganz so lang. Also bis dahin, Leute. Macht's gut. Haut rein. Euer Grafi. Tschüss.